Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich weiß nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, aber ich glaube, wir haben eine Loyalitätsmission abgeschlossen, und zwar die von... Jetzt darf ich nicht lügen. Von Liam. Und jetzt sind wir wieder an Bord der Tempest. Ist schon so lange, dass ich jetzt hier aufgenommen habe. Nee, aber warte mal, wir sind in der letzten Folge von Eos geflogen, ne? Ja, wir sind von Eos losgeflogen, oder? Von Kedera? Ist das Kedera? Muss kurz gucken, wo wir waren in der letzten Folge. Sind jetzt im Orbit von Kedera. Ja, Kedera. Hier haben wir was gemacht. Genau, ich erinnere mich. Hier hatten wir eine Mission. Ein paar Nebenmissionen. Und jetzt müssen wir weitere Nebenmissionen machen. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Gehen wir wieder zurück auf die Galaxiekarte. Warum ist das so laut, das Spiel? Ein bisschen laut kommt mir. Das kommt ein bisschen lauter vor als sonst. So. So. Oder war das richtig so? Ach, ich kann es ja nachbessern. So. Auf jeden Fall, ja. Jetzt muss ich nochmal hier noch mal gucken, was wir machen. Verbündete Beziehung, was müssen wir machen? Zum Treffpunkt auf der Wahl begeben. Also wir müssen ganz viel auf der Wahl wir machen. Dann machen wir das jetzt auch mal. Wir machen ganz viel auf der Wahl. Wo ist es? Haval, da. Wow, das Spiel ist heute richtig schnell bei mir. Was ist denn los? Okay, ich darf mich nicht wundern. Ich freue mich einfach nur, weil vor allem ist jetzt der Patch 1.08 rausgekommen. Ich hoffe, der hat dann noch ein paar Sachen gefixt, weil wir erinnern uns, bei mir ist das Spiel letztes Mal ein bisschen abgestürzt, des Öfteren, aber egal. So. Der Patch scheint sehr flüssig zu laufen, als der letzte. Das ist sehr, sehr gut. Dann wollen wir mal nach Haval. Relikt. Oh, wir haben noch fünf Quests zu machen. Die machen wir natürlich alle. Selbstverständlich. Und wir nehmen mit Jarl und Badger. Okay. Die lassen wir mal. Wir treten in die Atmosphäre. Ein Landezone in Sicht. Sehr schön. Schon ziemlich lange her, dass wir auf Haval waren. Aber hier gibt es auch so viele Quests, die wir machen müssen. So. Wo fangen wir denn an? Zum Treffpunkt auf Haval begeben. Wir haben so viele Quests und so wenig. Nur zwei Sachen sind markiert. Interessant. Ich guck mal eben auf den anderen Ebenen. Ach ja. Ah, zu den Reliktruinen. Okay. Für Phoebe. Phoebe. Oh, ich will mal Phoebe sagen. Phoebe. Die Relikt. Okay, haben wir hier schon mal was. Dann machen wir das mal direkt als erstes. Und dafür müssen wir wohin? Dorthin. Wir müssen genau dorthin. Gut, dann machen wir das nochmal. Kurz testen. Oh, das ist wirklich zu laut. Ich hatte eigentlich die Einstellungen alle so runtergedreht. Was ist das Spiel denn so laut? Alter Falter, ist das laut.
Aber mit den Updates kam wahrscheinlich, wurden die Spiele immer wieder zurückgesetzt. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. So. Ist das laut auf einmal? Unglaublich. Ich weiß, der Nomad kann hier nicht angefordert werden. Ist nicht tragisch. Wir begeben uns jetzt einfach mal zur Tempelruine. Weil mir gerade das am wichtigsten ist. Weil Pibi möchte ihr Zeug haben. Wow. Richtigen Weg? Fast. Moment. Wo laufe ich denn hin? Oh. Ich muss da lang. Nickel. Es ist besser, wenn ich erst Pibis Zeug hole, weil dann habe ich ziemlich diese am weitesten entfernte Aufgabe schon mal abgeschlossen. Ups, eingesammelt. Woker. Mit. Und er ist tot. Ah. Müssen wir direkt ein Haustierchen besiegen? Man müsste jetzt deren Haustierchen besiegen. So. Okay. Das war's. Okay. Liebe Pibi, wir holen dir dein Zeug. Hallo. So. Okay, hier ist keiner. Sehr schön. Dann können wir runtergehen. Wieder einmal ins Reliktgewölbe. Und das nur, weil wir es nicht alles beim ersten Mal hätten einsammeln können. Hallo, Reliktgewölbe, lange nicht gesehen. Die Abkürzung nehmen, oder? Mittlerweile. Nee, ich muss hier durch.
Meh. Lalalala. Warum humpelst du ihn jetzt so? Why the line? Er humpelt schon wieder. Tote Banditen. Hoffentlich ist die Reltec, die Pibi braucht, noch hier. Die habe ich noch nicht gescannt. So. Haben die euch angegriffen? Oh, Pech gehabt. Verdammte Relikte. Die sind alle tot. Und jetzt sind sie hier. Huch. Geliefert. Stimmt. Richtig. Sie sind jetzt in Schwierigkeiten. Jetzt? Wir sollten hier alles bis zu ihrer Ankunft säubern. Aber es waren einfach zu viele von diesen verdammten Bots. Dieser Bande sind wir alle total egal. Erzählen Sie mir was über Sie. Ich bin neu, ich kann Ihnen nicht viel sagen. Der Kroganer heißt Crank oder Crankit oder so. Er befehligt die Einsatztrupps. Mehr weiß ich nicht. Da, nehmen Sie das wichtigste Teil von hier. Ich bin offiziell im Ruhestand. Phoebe, Teil Nummer 2 sichergestellt. Ja, ich könnte sie küssen. Das letzte ist auf Kedera aufgetaucht. Sende Koordinaten. Schon wieder auf Kedera, ernsthaft, Mädel. Ernsthaft, das letzte ist auf Kedera echt aufgetaucht. Huch, Datenpad. Pibi nervt mich. Wirklich. Jetzt darf ich extra wieder nach Kedera reisen. Wahrscheinlich wieder zu irgendeinem Gewölbe. Mäh. Pibi, sowas musst du mir früher sagen. Immerhin ist das doch deine Loyalitätsmission, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Stimmt, die Mission habe ich auch noch nicht gemacht. Beziehungsweise die habe ich noch gar nicht bekommen. Aber vermutlich muss ich erstmal dafür die ganze Welttag sammeln. Diese Geräusche. Die klingen wie Geth oder Reaper. Wir sind wieder hier in meinem Revier. Ich lasse es schon sein mit dem dummen Gesang. Gut, machen wir eine Schnellreise. Nee, 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 nee. So. Wir müssen dorthin zum Treffpunkt. Warte mal. Das ist ja ganz unten, ne? Okay. Der Treffpunkt mit Kellow. Dahin begeben wir uns jetzt mal. Kampfbereit machen! Bin ich richtig? Ja. Wow. Auf einmal erledigt, immerhin. Kommt mit, wir haben keine Zeit dafür. Ich möchte mich hier nicht mit der Flora und mit der Fauna abhalten. Der Kellow braucht uns.
Huch. Wenn diese schwebenden Reliktbots uns von der Kante schubsen wollen. Alle erwischt. Durch. Ich bin mal gespannt, was dieser mysteriöse Kerl zu sagen hat. Warum die Passero in Schwierigkeiten gerade ist. Das sind die Koordinaten, die wir erhalten haben. Die aus der Nachricht wegen der Salarianischen Arche? Wir müssen rausfinden, ob da was dran ist. Wir kriegen es mit Cat zu tun. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie ja was zurückgelassen. So. Nickel habe ich schon eingesammelt. Vorräte untersuchen. Ihrer Ausrüstung nachzuschließen, hatten Sie darauf gehofft, jemanden gefangen nehmen zu können? Möglicherweise mich. Ich bedauere diesen Vorfall. Obwohl ich es noch mehr bedauern würde, wenn Sie ins Schwitzen geraten wären. Diese Nachricht in Bezug auf die Salarianische Arche war von Ihnen? Ja, Major Salen Wong, STG. Im Ruhestand natürlich. Was ist STG? Die Abkürzung für Special Tasks Group. Wir waren Agenten, die Geheiminformationen gesammelt und Unannehmlichkeiten aus der Welt geschafft haben. Und zwar mit allen erforderlichen Mitteln. Selbst mit Morden. Wenn Sie so wollen, ja. Aber wie gesagt, ich betrachte mich als im Ruhestand. Spionage ist ein Job, den man mit nach Hause nimmt. Oder in eine neue Galaxie. Ja, so lange, bis man ein Gewissen entwickelt. Aber kommen wir zum Punkt. Es gibt hinsichtlich unserer Arche zu viele Ungereimtheiten. Sie ergeben nur einen Sinn, wenn uns jemand an die Cat verraten hat. Mein Hauptverdächtiger ist ein Biologe, Dr. Aiden. Aber die Beweislage ist dünn. Ich brauche einen Pathfinder, der meine Indizien überprüft. Ansonsten laufe ich Gefahr, einen Unschuldigen zu verhaften. Erzählen Sie mir von Dr. Aiden. Wer ist dieser Aiden? Und wieso sollte er seine Arche verraten? Er ist ein ehemaliger Militärbiologe und Teil des Teams, das auf unsere Arche zuerst geweckt wurde. Er behauptet, er würde die Cat studieren. Die Frage ist nur, was seine Beweggründe dafür sind. Warum bitten Sie nicht Heyer um Hilfe? Könnte Ihnen nicht Hager dabei helfen? Hager selbst vielleicht schon. Er ist zu grün hinter den Ohren, um korrupt zu sein. Allerdings gilt das nicht für sein Team. Sie hingegen sind über jeden Zweifel erhaben. Ansonsten hätten Sie unsere Arche wohl kaum gerettet. Okay, ich bin dabei. Wie erwischen wir Ihren Verräter? Ich habe noch zwei offene Spuren. Dr. Aidens Ausrüstung und einen Cat, der sein Kontakt sein könnte. Ich brauche Sie und Ihren Sam, um beides zu analysieren. Wenn wir nachweisen könnten, dass Dr. Aiden in regelmäßigem Kontakt mit den Cat steht, wäre das der Beweis, dass er unser Mann ist. Wie lautet die übliche Strafe für Cat-Kollaborateure? Die meisten Leute würden wohl für Lynchjustiz plädieren. Ich persönlich hoffe aber, dass wir auch in dieser Galaxie ein Rechtssystem haben. Vergessen Sie nicht! Dr. Aidens Ausrüstung und sein Cat-Kontakt. Die Sache muss absolut wasserdicht sein. Viel Glück. Ja. Wo sind die Hinweise? Auf jeden Fall nicht hier, sondern hier. Gut, machen wir eine Schnellreise. Und dann ist direkt hier die nächste Mission. Und zwar der Widerstandskontakt da oben.
Na gut. Hui. Hui. Afka. Gibt's was Neues von Tevint und den anderen? Nein, es gibt keinen Verkehr und keinen Kontakt mit der Schmiede mehr. Sie steht jetzt unter Axuls Kontrolle. Hätten Sie eine Idee, wie wir reinkommen? Mein Shuttle könnte Sie in der Nähe absetzen, aber mehr kann ich leider nicht tun. Aphra will sich die Roker nicht zum Feind machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden diskret vorgehen. An Bord des Shuttles gehen. Huch! Wo kam die Person denn her mit dem komischen Hut? Oh, willkommen! Ich habe neue Vorräte, frisch von der Nexus. Und auch einige von meinen stillen Teilhabern. Ich plane, das erste Angara-Nexus-Handelshaus aufzubauen. Lone Star Enterprises. Der Name soll mich immer daran erinnern, wo ich angefangen habe, verstehen Sie? Hey, wollen Sie vielleicht in mein Geschäft investieren? Das ist ein großer Traum. Sie haben ehrgeizige Ziele. Das muss ich Ihnen lassen. Danke, und wissen Sie was? Je mehr Sie bei mir kaufen, desto schneller erreiche ich Sie. Ja, mal gucken. Hast du alle Bergungsgüter gekauft? Jawohl. Ja. Du hast keine Nomad-Sachen für mich. Ich muss sowieso mal wieder ganz viel Zeug verkaufen. Oh ja, muss jede Menge Zeug verkaufen. Wo ist denn das Shuttle? Ach, Shuttle-Pilot da. Shuttle-Pilot? Afka sagt, sie brauchen ein Flug zur Schmiede. Je unauffälliger, desto besser. Ich kann keine Wunder vollbringen, werde aber mein Bestes geben. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Gehen wir es an. Bestätigen. Da gibt es lange nachzudenken. Sind Sie sicher, dass Sie mich dabei haben wollen? Ein Außenstehender. Wird den Roker eine neue Perspektive aufzeigen. Folgen Sie mir einfach. Wir werden meine Familie zurückholen. Oh. Und tschüss. Die Lichtung betreten. Vorsichtig. Wir wollen die Roker nicht alarmieren. Es wäre leichter, wenn wir wüssten, wo wir ihre Familie finden. Die Moschei bringt alle ihre Schüler zur Schmiede. Ich kenne mich aus. Das Govatan, ein Willkommenszentrum, liegt direkt vor uns. Okay. Erstmal gucken, was hier los ist. Er ist verlassen. Der Govatan ist normalerweise voller Reisender. Afka hat gesagt, es gibt keinen Verkehr rein oder raus. Ich hätte trotzdem erwartet, irgendjemanden zu sehen. Wo sind die Roker? Schau doch einfach mal nach. Bis vor einer Woche gab es regelmäßige Ankünfte. Die meisten Angara kommen mindestens einmal in ihrem Leben hierher. Entweder wegen der Tradition oder um Wissen weiterzugeben. Was war Ihr Grund? Etwas von beidem. Kommen Sie, suchen wir weiter nach Baranch und den anderen. Strom ist da, aber alles ist offline. Soll ich die Kommunikation wiederherstellen? Im Moment nicht. Es könnte... Okay. Die Roker alarmieren, wo immer sie sein mögen. Aber dann looten wir mal hier alles. Wenn die alle weg sind, brauchen wir sie eh nicht mehr. Erstes Gebäude durchsucht. Jetzt kommt das nächste. Wo immer die Angara hingegangen sind, sie haben jede Menge Vorräte zurückgelassen. Das sind Vorräte in beträchtlichen Mengen. Ah ja, und der Widerstand liefern das alles. Falls die Cat die Schmied wir zerstört haben, wäre das ein furchtbarer Schlag.
Ich habe etwas gefunden. Sieht aus wie ein Logbuch. Alle sind von Axul total fasziniert. Man könnte meinen, er wäre die Moshai. Ich habe Drokar gebeten, dafür zu sorgen, dass er geht. Aber sie hat gesagt, dass alle Angara in der Schmiede willkommen sind. Vor allem jene, die versuchen, unsere Kultur zu schützen. Schutz? Hat er Ihnen das versprochen? Offensichtlich. So, wir suchen erstmal ein Gebäude nach dem anderen ab. Vielleicht gibt es ja noch mehr Hinweise darauf. Angaranisch. Axul tötet keine Angara. Die Blutmenge und Verteilung lässt auf einen nicht tödlichen Schlag schießen. Was machen die Rokar bloß? Axul hat uns heute aus dem Labor geholt. Er sprach von der Bedrohung aus der Milchstraße. Shiva sagt, er sei ein Radikaler. Dabei spricht er nur aus, was alle denken. So spricht eine neue Rekrutin. Axul kann sehr überzeugend sein. Meine Brüder und meine Schwester sind dafür das beste Beispiel. Von da kamen wir. Jetzt gebe ich das Gebäude ein. Jemand hat sich hier ausgetobt. Sie sind in Eile aufgebrochen. Oder wurden vertrieben. Nährstoffbrei. Halb aufgegessen. Daraus lässt sich kein Zeitpunkt ableiten. Das Zeug bleibt jahrelang frisch. Noch irgendwas? Nee, ne? Große Tanks. Hier ist auch nichts, ne? Ne, gehen wir mal hier rein. Terminal aktivieren. Einer der Rokar hat eine Scheibe frisches Elmog an meinem Platz zurückgelassen. Ich wollte ihm danken, aber er hat keine zwei Worte mit mir gesprochen. Ich glaube, sie haben Befehl, sich nicht mit... Moderne Ausstattung. Woran haben die Forscher gearbeitet? Eigentlich an allem. Wir verehren die Schmiede sehr, wissen aber nur wenig darüber. Jetzt habe ich das Audiolog übersprungen. Oh, ich bin so ein Dämler. Hören Sie das? Axuls Stimme. Okay, ich würde sagen, ich mache dann hier Schluss. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.